Alivisia, Herbert Schmittendorf, herzlich willkommen in unserem Magazin. Positiv wurde die komplexe Modernisierung des Berliner Bahnhofs Gesundbrunnen beendet, auf dem wir uns hier befinden. Der Bahnhof ist gegründet worden damals von König Wilhelm I. 1872. An 6 Jahren können wir ja schnell zusammenkommen, weil dann haben wir 150-jähriges Bestehen hier. Gesundbrunnen, der Name sagt schon. Das war mal bedeutender als Bad Pyrmont, dieses Bad. Der alte Fritz hat darauf geschworen. 1872, wie gesagt, gebaut worden. 5 Jahre später war er dann auch schon ein Knotenbahnhof, nämlich durch den Anschluss der Nordbahn. Der Bahnhof hat natürlich eine wechselvolle Geschichte, die gekennzeichnet war durch Kriege, Teilung, Wiedervereinigung. Und der letzte große Schritt war 2006. Als die Deutsche Bahn ihr Blitzkonzept umgesetzt hat, den Fernverkehr Richtung Norden und den Regionalverkehr hier angesiedelt hat und ein gesamthaftes Mobilitätskonzept für die gesamte Stadt gestaltet hat. Wenn man alles an einem Punkt verknüpfen würde, der muss natürlich immer funktionieren und alle müssten aus allen Ecken Berlins erstmal zu diesem Punkt. Insofern ist, glaube ich, die Verteilung mit mehreren Zugängen zum Fernverkehr, ob Südkreuz, Hauptbahnhof, Ostbahnhof oder Spandau, eben wichtig. Und was brauche ich im Norden? Im Norden brauche ich auch einen Zugang. Und insofern ist natürlich Gesundbrunnen dann gewählt worden. Steht da eine Brücke, die wird seit jeher die Millionenbrücke genannt. Und diese Brücke, ja, heute würde jemand sagen, eine Million, das ist ja preiswert. Damals haben sich die Leute aber fürchterlich darüber aufgeregt und gesagt, eine Million ist ja unfassbar, dieser Preis. Heute wären wir glücklich, wenn wir manchmal Bahnsteige für diese Preise hinbekommen könnten. Das war relativ schwierig, dieses Empfangsgebäude in irgendeiner Form zu gestalten. Das liegt einfach an der physischen Betrachtung, bautechnisch, dass wir hier auf der Bodenplatte stehen, die gleichzeitig Dach des Bahnhofes und so weiter ist. Also man konnte nicht von vornherein ein großes, massiges Gebäude hier draufstellen. Das hat statische Gründe. Wir haben die Bahnsteigebene sehr frühzeitig im Rahmen des Pilzkonzeptes in Betrieb nehmen können. Dann hatten wir hier letztendlich einen freien großen Platz. Wir hatten dann auf diesem freien großen Platz hatten wir dann irgendwelche Zugangstreppen, aber wir hatten keine Adresse. Also ein so bedeutsamer Bahnhof ohne letztendlich repräsentatives Empfangsgebäude oder Entree. Letztendlich haben wir uns dafür entschieden, hier diese Lösung zu schaffen, 15 Millionen nochmal neu zu investieren, insgesamt hier diesen großzügigen Querbahnsteig zu schaffen, der 2500 Quadratmeter hat und dann eben ein breites Sortiment an Reiseangebot. Wer jetzt von der Badstraße bzw. aus dem Stadtteil Gesundbrunnen auf den Bahnhof guckt, hat einen sehr modernen, lichten, luftigen Bahnhof, aber trotzdem aber auch eine klare Adresse. Nicht nur Berlins Badewanne kann man von hier aus erreichen, die Ostsee, sondern neuerdings, mittlerweile ist es ja schon eine Tradition, mit der ICE-Linie 10 auch das Gebiet Rhein und Ruhr. Habestraße wurde zu Südkreuz. Der Bahnhof Ausstellung wurde zum Bahnhof Westkreuz. Und Stralau-Rummelsburg wurde zu Ostkreuz. Und Gesundbrunnen wird zu Gesundbrunnen mit dem Zusatz Nordkreuz. Und ich glaube, damit können wir alle sehr gut leben, denn der Gesundbrunnen bleibt erhalten. Aber für unsere überregionalen Gäste, die vielleicht sonst hier ein Heilbad vermuten, ist die Orientierung Nord vielleicht schon eine ganz vernünftige. Heute ist ein toller Tag, so lange an Gesundbrunnen gebaut worden. Und endlich ist das besonders. Das ist nochmal eine deutliche Aufwertung, übrigens auch für den Stadtteil hier.
Sie hatten wunderbar geschrieben, ein bisschen Dornröschenschlaf zwischendurch, obwohl eigentlich viel Verkehr. Aber es war städtebaulich und von den Serviceangeboten war es ein bisschen Dornröschenschlaf. Und ich bin jetzt froh, dass wir das entsprechend wachgeküsst haben. So viel für heute in unserem Magazin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.